Na, wenn das mal nicht ein Special Spot ist. Mitten hier, schön im Dickicht, komplett vergraben die Ruten im Grünzeug und da angeln wir. Ja, heute schon ein bisschen probiert mit den Ruten hier im Schilf. Also direkt hinter der Schilfbank. Heute im Livestream schon ein bisschen probiert und schon ein bisschen gemacht und getan. Und jetzt heißt es ab ins Tryharden. Jetzt heißt es probieren, probieren, probieren. Alter, ohne Scheiße, das Wasser haben sie aber doch nice gemacht, ey. Wie man hier jetzt so ins Wasser so reingucken kann unter den Seerosen mit dem Licht. Alter, ist schon ganz schick gemacht. So, guck mal, von hier aus sieht man, wo wir ungefähr sind. Da vorne ist so ein Grünteppich und die Schnuren gehen noch so ein bisschen weiter bis da hinten hin. Also schön ans Ende von diesem grünen Teppich. Jetzt sieht man es auch ein bisschen besser. Jawohl, da gehen die Schnuren rein und hier ans Ende, da wollen wir hin. Jetzt haben wir hier natürlich zwei Möglichkeiten. Entweder natürlich vielleicht von hier, drei Möglichkeiten. Einfach hier hinstellen, zack, zack, zack. Geht das hier mit dem Rodpod? Ne, so nicht. Ja, so könnte man und dann einfach rechts rüber werfen. Könnte man vielleicht auch, ne? Also, drei Möglichkeiten. Einmal Möglichkeit A. Einfach gänzlich ohne Rodpod hier vorne hinstellen, zack. Hier vorne hin werfen, 6, 7 Meter. Ich war jetzt die ganze Zeit auf 6 Meter, habe jetzt mal auf 7 Meter geklippt. Also 6, 7 Meter weit raus. Denn genau in diesem Bereich haben wir einen Unterschied oder eine Kante zwischen schlammigem Untergrund und grasigem Untergrund. Also zwei verschiedene Bereiche. Und genau an diesem Zwischenbereich, eigentlich auf 6 Meter, genau da wollte ich rumprobieren zu angeln auf Schleie. Ich suche die Schleie. Und was habe ich bisher gefunden? Einiges. Unter anderem Karauschen-Trophy hier abgehakt. Gerade eben auf Banane 14, Banane Gelb. Oh mein Gott, Banane, er hat es gesagt. Banane. Ich kann noch keine Banane, weil es gibt nirgendwo Banane. Ist überall ausverkauft. Ja, irgendwann später nochmal. Oder andere Köder. Guck mal, die geht ja auch so rein hier. Ne? Die olle Karausche frisst ja wahrscheinlich nicht nur Banane. Doch, sie frisst nur Banane. Nee, Karamell frisst sie auch. Karamell frisst sie auch. Und der olle Giebel auch hier auf Karamell. Und frische Himbeere. Also hier geht einiges. F1 ist auch mit dabei. Auch hier frische Himbeere. Ich teste gerade Köder. Und wie gesagt, Ziel ist es, oder ich suche im Idealfall eine Stelle, und vielleicht kennst du ja schon Stellen, wo Ette hier, Kwolzdorfski-Schleie, Alter, wo diese Schleie reinballert. Das wär's. Das werde ich dir gleich nochmal testen. Kokossahne 16 Pop-Up und Sahne Weiß, da werden wir gleich nochmal mit reingehen. Also, diese Schleie suche ich in der Gewichtsklasse hier schon über 100 Silber. Also, das Teil super interessant. Bisher immer mal random. Und Leute, ein Fisch macht noch keinen Spot. Also, mal einen Fisch fangen in einer Stunde oder zwei ist noch lange nicht ein Spot. Die Frage ist, kann man diese Schleie überhaupt gezielt beangeln? Das ist die Frage. Ich bin gespannt, was jetzt gleich losgeht hier in den Morgenstunden. Wir gucken gerade mal rein ins Setup. Ich bin hier mit Vierer- bzw. Einser-Haken unterwegs. Komplett auf Pop-Up. Relativ kurze Mono-Vorfächer. Sollte ich da mal größer reingehen? Ja, wir testen mal noch mal ein bisschen rum. Ich baue noch mal ein bisschen um. Die Nacht einfach jetzt nutzen. Also, ich gehe hier mit den Mono-Vorfächern. Erstmal machen wir Einser-Haken. Ich hatte zuletzt hier die Shot-Haken gekauft. Pop-up, Mono-Vorfach und dann nehmen wir mal, habe ich hier 20 cm, 30 ist mir glaube ich zu lang. Oder soll ich doch auf 30? Ne, ich nehme mal hier die 20er, 20 cm.
Ja, 20 cm Länge und dann 1er Haken und dann gehen wir hier nochmal auf Kokossahne 16 mit Sahne weiß. Wo ist unsere Sahne? Sahne, da ist sie. Sahne weiß und Kokos Dip. So, jetzt gehen wir nochmal zurück auf die 6 Meter vom Clip. Oder wait. Weißt du was? Ich versuche mal hier mit dem Rodpot. Rodpot ist leider ein bisschen tricky hier an der Stelle. Oh, das eben zur Seite. Rodpot, weil Rodpot hier vorne geht irgendwie nicht. Egal wie. Aber hier oben, hier hinten erst, hier geht er erst. Also hier in dem Bereich könnten wir jetzt auf den Rodpot gehen. Das heißt, jetzt muss ich natürlich mal gucken. Das sind ja jetzt dann, sagen wir mal, 10 Meter. Kann das? Oh ne, 10 Meter ist schon zu weit. Gucken wir mal. Also die ganze Zeit da vorne, wie gesagt, auf 6 Meter. Gehen wir mal hier auf 9. Bleiben wir mal hier so jetzt stehen. 9 Meter. Ja, 9 Meter passt. Also 9 Meter mit dem Rodpot. Und 6 Meter. Vielleicht sind es auch nur 8 Meter und 6 Meter. Aber das wird schon passen. Das Ganze jetzt hier auch nochmal umgebaut. Ich habe keine Futtermische bisher drin. Erstmal nur blind testen, wie das hier funktioniert und ob das hier funktioniert. 20 cm auf Mono, 1er Haken. Ich bleibe hier mal auf der Himbeere. 16er, genau. Hier bleiben wir mal auf Himbeer. Auch hier jetzt gehen wir mal auf 9 Meter. Zack. Ah, ich glaube, 8 Meter ist besser. Das fliegt so weiter hinten ins Freie. Ich gehe mal auf 8. Ja, 8 Meter. Wir bleiben also Rodpot mit 8 Meter. Den nochmal raus. 4 Uhr morgens, gute Uhrzeit. Ich schmeiß gleich mal Futtermische rein. Und zwar die Original-Standard-Schleien-Futtermische. Ohne eine Special-Aromatik. Also ohne was Besonderes. Und hier ist das dritte Setup. Das kommt jetzt hier auch auf 8 Meter. Und das ist mit 14er Karamell und süßen Karamellgeschmack. Gerade zwischendrin hatte ich Karamell und Früchte. Aber jetzt bleiben wir hier auf nur Karamell. Einmal Kokossahne und einmal Himbeere. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Erdbeere funktioniert. So. Dann haben wir das jetzt hier. Wunderbar. Ja, sieht gut aus. Richtig, richtig cool. Sehr, 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 sehr cool. Und jetzt sind wir ja hier an der Stelle und können von hier aus jetzt Inventory mit der Schleien-Futtermische. Wo ist sie? Da ist sie. Einfach auch nochmal rausballern. Also original Schleien-Futtermische. Ja, passt. Ohne irgendein Schnick und Schnack. Also einfach das Original. Und raus damit. So, also das reicht. Erstmal genug angefüttert. Und jetzt gucken wir einfach mal, ob hier was passiert. Ob hier jetzt hier wieder was reingeht. Wie gesagt, gerade von der Frequenz her würde ich sagen, war es schon ganz okay. Schöne Taktung. Zwischendurch mal wieder so ein bisschen Pause. Aber da hatte ich auch ein bisschen wieder rumgespielt mit den Ködern. Ich denke mal so für konstant einfach mal, wenn man einen Köder hat, dann passt das schon. Nächster Test hiernach wird natürlich komplett weg von den Boilies. Der nächste Test nochmal komplett auf Naturköder. Also Honigteig oder Maiskorn, Maisbrei und Käse natürlich oder Quark und Made und so weiter und so weiter. Also ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten. Aber ich muss ja sagen, mit dem Rodpot, ne, von hier oben so runter dann, da ist das schon richtig nice. Schön über das Schilf rüber. Genauso wie das soll. Dafür macht so ein Rodpot dann natürlich auch Sinn, ne? Schön hoch und dann einfach hier über das Schilf drüber, locker runter dann, zack, zack, zum Spot. So moog wieder. So, jetzt gucken wir mal, ob hier gleich was passiert. Jawolle, und da geht noch einer rein. Gucken wir mal, diesmal vielleicht kein Giebel. Ich hatte jetzt gerade hier einen Giebel nach dem anderen. Diesmal vielleicht kein Giebel hier auf Himbeer, aber wenn es jetzt ein Spiegel wieder ist, dann wechsel ich hier. Es ist ein Spiegel. Also, Giebel und Spiegel auf Himbeer. Jetzt reagiert hier gerade Kokossahne. Aber das müssen wir hier mal eben ändern. Da muss mal wieder was Neues drauf.
So, zack, 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 eben umgebaut. Also Zuckermais mit süßen Karamellgeschmack und Mais-Sirup. Richtig, richtig schön süß das Ganze. Und das geht direkt wieder raus hier. Zack, locker ausgeworfen. Und hier links wieder nicht. Also, ich hatte jetzt schon mehrfach kleine Fehlbisse auch mit dabei auf diesen Einserhaken. Ob das jetzt an dem zu großen Haken liegt? Maybe. Vielleicht doch lieber hier zurück auf den Vierer. Ich wollte es mal wieder testen mit deutlich größeren Haken. Gerade weil hier die Frequenz eigentlich ganz gut war auf diesen etwas kleineren Boilies, auf diesen 16ern. Ja, aber ich glaube, für die wirklich gute Masse und einfach bessere Frequenz, Viererhaken macht da, glaube ich, schon mehr Sinn. Vielleicht geht da einfach doch noch ein bisschen mehr und vor allem flutschen dann die Bisse nicht ab. Gucken wir mal, ob der jetzt hier hängen bleibt. Weil gerade, es war jetzt schon das zweite Mal, dass er quasi runtergeht, flupp, direkt wieder hochgeht. Und dann war es das, ne? Also das Gezuppel, so wie jetzt. Dann kommt gleich der Biss. Der Kopf geht runter von der Rute, so, und flipp, lässt er wieder los. Diesmal hängt er, das ist gut. Aber tatsächlich gar nicht mal so groß. Kleine Karausche wieder. Also, Karausche scheint hier zu gehen auf Karamell. Trotz allem gehe ich jetzt hier nochmal runter. Gehe ich nochmal runter auf den Vierer. Ja, ich bleibe nochmal hier bei den Schotthaken auf dem Vierer. Mit Karamell, 14, Pop-up hier, süßer Karamellgeschmack und Milchcreme bleibt so, wie es ist. Auch wieder hier auf 8 Meter, locker raus. Zack. Bisher noch nicht eine von den Schleien. Ist diese Schleie random? Das ist die Frage. Hier hatte ich eine schöne gefangen, hier unten hatte ich eine gefangen. Im Chat hieß es hier oben 62, 63, soll wohl auch was reingehen. Also, das ist die große Frage. Wo ballert diese Schleie rein? Guck mal hier, gerade auf Zuckermais gewechselt. Zack. Also, die Karauschen mögen es gerade richtig schön süß. Gucken wir mal, ob hier auch irgendwann nochmal die Schleien reingehen. Oder ich muss einfach hier nochmal einen ganz anderen Spot testen. Grundsätzlich muss ich aber sagen, auch hier gar nicht so schlecht die Stelle. Ganz kurz. Ich meine, ob man jetzt hier steht oder da drüben steht, ist zwar schon ein anderer Spot, aber funktioniert beides. Kann man machen. Also hier die Area scheint ganz gut zu funktionieren. Der Bereich, hier dieser Nahbereich, kann man, glaube ich, mal ganz gut machen. Und vielleicht tatsächlich auch nochmal andere Bereiche testen. Ich werde hier gleich nochmal loslegen mit dem hier mit der Markerroute. Schön die Untergründe testen. Also locker auswerfen. Guck mal, da vorne haben wir auch wieder so ein paar Seerosen. Und dann einfach mal gucken, was wir hier für Untergründe haben. Lehmiger Untergrund. Irgendwas Grasiges suche ich. Grasige Untergründe, die sind ja meist weiter hier vorne. Ja, hier ist so pflanzlicher Untergrund, so im Nahbereich. Vielleicht auch tatsächlich mal hier vorne angeln, so auf 6, 7 Meter. Vielleicht geht das auch. Also, testen, 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 testen. Wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen. Das gefällt mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Montags, Mittwochs und Freitags ja immer live ab 19 Uhr. Ja, und jetzt gerade die Tage ziehen wir jeden Tag durch. Testen, 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 bis wir hier ordentliche Ergebnisse haben. Petri, bis zum nächsten Mal.